Willkommen auf Werners Fußball-Ecke. Hallo liebe Freunde, heute geht's weiter mit den Bundesliga-Aufstellungen für 2020-21 und zwar heute mit dem VfB Stuttgart. Wenn ihr natürlich andere Vorschläge habt für die Aufstellung, schreibt's in den Kommentaren. Ja, der VfB Stuttgart dieses Jahr aufgestiegen in die erste Liga und ich stelle heute mal für den VfB-Trainer Matarazzo die Aufstellung auf. Dann fange ich mal mit dem Torwart an, die Nummer 1, Gregor Kobel. Dann kommen wir jetzt zur Abwehr und zwar als linken Innenverteidiger nehme ich den Kapitän Marc-Oliver Kempf. Dazu nehme ich für die Innenverteidigung den Waldemar Anton. Als rechten Innenverteidiger nehme ich den 22-jährigen Griechen Konstantinos Mavropanos. Für die rechte Seite mehr defensiv nehme ich Pascal Stenzel. Für die linke Seite nehme ich Erik Tommy, der jetzt aus Düsseldorf zurückgekommen ist. Für das zentrale Mittelfeld nehme ich den Belgier und A-Jugendmeister Aurel Mangala. Und für das defensive Mittelfeld nehme ich Wataru Endo, den japanischen Nationalspieler. Für die linke Außenbahn nehme ich den erfahrenen Bundesligaspieler Daniel Didavi. Ja, und für die Rechtsaußenbahn nehme ich noch den sehr jungen Silas Wamangituka. Und weil ich jetzt persönlich davon ausgehe, dass González den Club verlassen wird, setze ich Sasa Kalajdzic in den Sturm. Dann komme ich jetzt noch zu den 5 Ersatzspielern, die natürlich auch Potenzial für die erste Elf haben. Und das sind Maffeo, Sosa, Castro, Förster und Clement. So, ja, das war jetzt meine persönliche Aufstellung für den VfB Stuttgart für 2020-21. Ich denke mal, einige von euch werden andere Vorstellungen haben. Dann schreibt doch eure Aufstellung in den Kommentaren. Ja, ich hoffe, die Aufstellung war okay, so für die VfB-Fans. Würde mich bedanken für euer Abo und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!